Teich. Bonjour, bonjour, alle miteinander. Ich werde euch die Geschichte dieses Teiches erzählen. Die Steine sind die einzigen Überbleibsel eines Waschplatzes, der bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt wurde und wo sich die Waschfrauen gerne einfanden. Er wird durch den Douai de la Lande versorgt. Es gibt in Gonneville noch einen anderen Bach namens Douai de Grigeaux. Der Ausdruck Douai kommt im Pays d'Auge häufiger vor. Es könnte vom lateinischen Ductus kommen, das bedeutet Wasserleitung. Mittlerweile ist dieser Waschplatz zu einem Ententeich geworden. Sie werden von den Anwohnern gefüttert, die ihnen Brot mitbringen. Beachten Sie bitte die Zebrastreifen und das Verkehrszeichen Priorité au Canard. Enten haben Vorfahrt. Leider wurde es schon mehrmals abgesägt und entwendet. Die Enten, die diesen Teich bevölkern, gehören zur Rasse der Stockenten. Man erkennt den Erpel an seinem glänzenden Gefieder und seinem grünen Kopf. Sie errichten ihr Nest im Uferdickicht. Das Weibchen bebrütet seine Eier ungefähr 28 Tage lang. Sobald die Küken geschlüpft sind, nimmt sie die Mutter mit zum Schwimmen. Auf Wiedersehen und weiterhin einen schönen Spaziergang unter digitaler Führung.